Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Base. Ah, passend, der Händler macht einen Abgang. Hier sind die Sachen, die wir gekauft haben. Ah, schön, hier sind sie also. So, womit hatte ich aufgehört? Genau, ich hatte ja das Biodom noch fertiggestellt. Wir haben einen leichten Essensmangel. So, Reis und Kartoffeln wollte ich ja wieder machen. Das hatte ich ja schon gesagt. Salatfeld, dafür hatte ich mich ja auch entschieden. Das mache ich mal hierhin. Und ich wollte irgendetwas anderes machen. Aha, was haben wir hier denn? Pilze, Rettich, Tomaten, klingt auch sehr schön. Kiefer, Eiche. Mhm. Weizen, Mais. Erbsen. Was könnten wir noch nehmen? Langsame Produktion. Nehmen wir mal Weizen. So. Ach du heilige Scheiße. So, können wir uns auch alles leisten. Mal gucken, dann dürfte unsere Nahrungsproduktion eigentlich recht gut steigen. Was machen unsere Windräder? Wieso? Okay, haben gerade keinen Wind. Unsere Speicher sind voll. Reisfeld wurde gebaut. Wunderbar. So, und dann wollte ich ja... Dann wollte ich mich ja dem Labor widmen. Ja, Essensvorräte sind gering. Ich kümmere mich drum. So, Labor. Kann ich das hier irgendwo ranpacken? Könnte ich tatsächlich. Alles klar, Leute. Dann bauen wir mal ein Labor. Damit wir mit unseren Heilpflanzen mal auch was machen können. Ah, hier. 4 Münzen. Da sind die Münzen, ja. Bauteile wurden gebaut. Sehr gut. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja. Ich habe in unserer Fabrik noch gar nichts. Waffenwerkstatt. Halbleiterfertigung. Ersatzteilwerkstatt. Hier sollte ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit was reinbauen. Naja, ich kümmere mich erstmal um das Labor. Dadurch, dass wir auch mehr Arbeiter haben, sieht die Sache hier mittlerweile ganz gut aus. Also hier wird wesentlich mehr produziert als auch in der letzten Folge. Wir haben jetzt schon wieder 3 Teile. Also 3 Metallteile. Könnte mal jemand bitte den Mais aufbauen? Das würde ich wirklich sehr gut finden. Komm, du machst das doch, oder? Ich weiß, du bist müde, aber komm, einmal Mais geht noch, jawohl. Weizen meine ich natürlich. Also irgendwann wird uns so ein Ding treffen. Das war jetzt wieder sehr knapp. Das wäre jetzt auch sehr knapp. Was ist denn hier los? Das gefällt mir alles nicht so. Ja, unsere Energie geht hier mächtig zur Neige, wie man sieht. Also das finde ich echt geil an dem Spiel, wie man hier zum Beispiel sieht, dass die Speicher wirklich real animiert anzeigen, wie viel da noch drin ist. Das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. So, der erste Speicher ist jetzt komplett leer. Der zweite wird ziemlich stark beansprucht. Ja, das dürfte aber reichen die Nacht über. Das dürfte reichen. So, was macht er da? Repariert er da irgendwas? Muss das gewartet werden?
Anscheinend musste das Ding tatsächlich gewartet werden. Und die Verbindung wurde gebaut. Sehr gut. Ach ja, ein ziemlich entspanntes Spiel. Jedenfalls noch auf diesem ersten Planeten. Okay. Unsere Biologen. Wie viele Biologen haben wir eigentlich? Na gut, zwei. Könnte sich ja eigentlich jeder um eins kümmern. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So, gucken wir uns mal das Labor an. Gewebegenerator. Ha. Arbeitstisch. Okay. Wir haben kein Essen mehr. So, wir bauen auf jeden Fall mal einen Arbeitstisch rein, damit wir mal Arzneimittel herstellen können. Wollt ihr mich verarschen? Wie, wir haben kein Essen mehr? Wir haben kein Gemüse und Energiespeicher sind kritisch. Es könnte mal langsam wieder Tag werden. Oh oh. Wie war das? Spiel ist total einfach und entspannt. Aber wie kann denn das sein? Wir haben doch jetzt unsere Nahrungsproduktion verdoppelt. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Okay, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen durch Wind rein. Leichte... Der Arbeitstisch wurde gebaut. Oh scheiße. Oh shit, wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser mehr. Ja. Ja, super, und unser Essen, ach, du Scheiße. Na, das läuft ja super. Okay, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Strom. Jetzt ist der Strom wieder weg. Alter, Vater, ich hätte hier viel eher ausbauen müssen. Tja, da kann ich jetzt gerade nur wieder abwarten, bis Tag ist. Wenn das Solarding anspringt, dann dürfte es ja eigentlich wieder reichen. So, aber eigentlich müssen das die beiden Windturbinen auch teilweise stemmen können. Okay, ich warte einfach mal ein bisschen ab. So, es wird wieder Tag. Jetzt müsste eigentlich der Strom zurückkehren. Wir haben kein Essen mehr. Ja, es ist mir aufgefallen. Danke. Ich... Alter Vater. Wir brauchen Strom. Das Solarding richtet sich aus und Strom ist wieder soweit da. Okay. Solarding hat sich ausgerichtet. Ach du Scheiße. Kurzer Lag. Okay, der Überschuss wird wieder angesammelt. Windturbine. So, ich baue mal eine dritte Windturbine. Wir müssen auf jeden Fall mehr Strom produzieren können, auch in der Nacht. Und da setze ich jetzt einfach mal auf eine dritte Windturbine. Die dürften wir auch eigentlich sofort bauen können. Wir brauchen mehr Strom. So, die beiden Biologen sind hier gerade beschäftigt. Ob ich wohl mehr Biologen brauche? Zwei Mahlzeiten, okay. Also eigentlich erwarte ich von zwei Biologen, dass sie sich jeder um so ein kleines Ding kümmern können. Das muss ich eigentlich, ja, das erwarte ich eigentlich einfach. So, es wird auch schön schnell produziert. Also unsere Arbeiter, die machen gut was weg. Oh fuck, ey. Wir brauchen mehr Energie.
Den beiden Trinkwasserspeichern geht es soweit ganz gut. Unsere Essensvorräte sind gering. Ja, das pendelt sich hoffentlich bald wieder ein. Ich muss erstmal was wegen des Strom tun. Solarmodul. Na komm, wir gehen es mal schon mal an. Ein weiteres mittleres Solarmodul. Das können wir zwar so noch nicht bauen, da haben wir so noch nicht die Ressourcen für, aber es ist einfach wichtig. Wir brauchen definitiv mehr Energie. Wieso habe ich hier zwischendurch immer mal so kleine Lecks drin? Und wieso kommt hier eigentlich gerade kein Händler? Sehr gut, die Verbindung wurde schon mal hergestellt. Irgendwie sind die beiden Biologen leicht überfordert. Kann das sein? Es wirkt irgendwie so. Alter! Boah, diese Meteoriten, ne? Die Sandstürme gehen ja noch. Die sind zwar nervig, aber die gehen noch. Aber die Meteoriten... Alter Vater, und ich will gar nicht diese Solarflares erleben. Davon werden meine Leute nämlich hammerhart verstrahlt, wie ich mittlerweile weiß. Und Eindringlinge muss ich auch nicht unbedingt haben. Wobei, was ist denn hier zwischendurch immer so am Ruckeln? Was ist denn das hier auf einmal? Merkwürdig, ich habe zwischendurch immer mal so kleine Frame-Einbrüche. Alter. Also das ist jetzt aber wirklich ein bisschen knapp. Da muss ich aber mal sagen, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen knapp. Was machen die beiden denn hier? Was sind hier mit zum Beispiel? Kartoffelfeld. Sehr schlecht. Wieso geht da keiner hin? Ich habe zwei Leute. Jeder kann sich doch um eins von diesen beiden Dingern kümmern. Wieso kriegen die das nicht hin? Ich weiß, die Biologen machen hier noch in ihrer, in Anführungsstrichen Freizeit irgendwas anderes, aber ich meine, die müssten sich doch eigentlich primär um das kümmern können von alleine. Muss ich denen das noch irgendwie sagen? Hier, mach mal bitte deinen Job vernünftig. Oh, sehr gut, ein Händler. Sehr gut. Da knackt erstmal mein Stuhl vor Freude. Hallöchen. Was ist das denn? Alkoholisches Getränk. Hallöchen. Oh, Mahlzeiten. Mahlzeiten könnte ich natürlich super gebrauchen. Aber weißt du, ein Ersatzteil kannst du ja theoretisch haben. Wie viele Mahlzeiten kriege ich dafür? Basti. Das ist ja auch so frech hier. Du wirst mir drei Mahlzeiten für ein Ersatzteil geben. Alkoholisches Getränk. Boah. Eigentlich müssen wir unsere Nahrungsmittelproduktion ja selbst in den Griff kriegen. Oder ich könnte Alk kaufen. Einfach mal just for fun.
Ach nee, komm, ich gebe dir ein Ersatzteil und dafür gibst du mir 3 Mahlzeiten. Passt so. Hier geht's auch einem Dingse. Was machen die denn bitte? Was machen denn die beiden Biologen? Wieso machen die ihren Job nicht? Wieso machen die bitte ihren Job nicht? Ich verstehe es nicht. So, das dritte mittlere Windrad wurde gebaut. Das zweite Solar, dafür müssten wir hier noch gehörig arbeiten. Ich glaube, das ist eine Hürde, dafür müssen wir erstmal ein bisschen drauf sparen. Unsere Essenvorräte sind gering. Ja, ich arbeite dran. So, hier, der Händler hat seinen Ersatzteil, dann soll er mal abdampfen und das dreimal Essen da liegen lassen. Unsere Leute räumen das dann weg. Da sind sie auch schon, sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben Nacht. Unsere beiden Energiespeicher werden wieder stark beansprucht. Was machen denn unsere Biologen? Wieso kriegen die das nicht geschissen? Er kümmert sich gerade darum, okay. Wo ist denn der Zweite? Wieso lungert der Zweite nicht hier rum? Wieso ist der zweite Biologe nicht bei seinem Arbeitsplatz? Das würde ich sehr gerne mal wissen. Oh, scheiße, ey. Wir werden gleich wieder einen übelsten Stromausfall erleben. Ich sehe schon kommen. Hier liegt auch Essen, das muss aber noch abgeholt werden. Was war das hier? Der Schlafsaal? Wie sieht es damit aktuell... Alter! Knappester Meteor ever. Einen Millimeter neben unserer Mine eingeschlagen. Geht's der Mine gut? Der Mine geht's gut. Das Ding ist nur ein Millimeter daneben eingeschlagen. Leck mich am Arsch. Kann es sein, dass irgendwie... Alter, jetzt hier direkt... Das wird mir alles langsam ein bisschen zu eng, muss ich gestehen. Und wieso wird eigentlich kein Metall mehr produziert? Was soll das? Wieso? Hallo, 93% und Pause? Willst du mich verarschen? Okay. Okay. Alter, dreimal rot. Wieso kümmert sich da keiner drum? Okay. Okay, ich sehe schon, Moment, ich muss hier Gegenmaßnahmen ergreifen. Wir nehmen wieder Kolonisten auf, und zwar eine Fuhre Biologen, bitte. Das gibt's doch wohl nicht, dreimal rot und einmal orange? Wieso machen die ihren Job nicht? Und wie lange wird es dauern, bis wir dieses Ding hier nicht aufgebaut haben? Der Arzt ist auch nicht an seinem Arbeitsplatz. Sehr gut. Die sind alle mit Rumtragen beschäftigt. Lass das doch die Bots machen. Ein Gewebegenerator. Hier wird Retortenfleisch hergestellt. Bauen wir das mal auf die andere Seite gegenüber. So, dann werden wir neben Gemüse jetzt auch Retortenfleisch herstellen. Hier ist auch wieder was rot. Hier ist mittlerweile 4-mal rot. Die Biologen gehen nicht zu ihrem Arbeitsplatz. Verstehe das, wer will. Ich weiß, das ist ein bisschen weiter weg, aber da müssen die auch hinfinden. Speicher Nummer 1 ist leer. Speicher Nummer 2 wird angezapft. Die Nacht ist aber bald vorbei, glaube ich.
Ja, unsere Essensvorräte sind gering, weil die Biologen nicht ihren Job machen. Guckt euch das an. Viermal rot. Zustand, sehr schlecht. Sinkt die Prozentzahl dann eigentlich? Was bringt der Mais eigentlich? Weizen. Zweimal das und... Ja. Ey. Wir haben ein übelstes Essenproblem, haben quasi Essen in Hülle und Fülle, aber es wird einfach nicht bewirtschaftet. Wir haben zwei Biologen und keiner von den beiden kriegt es hin, seinen Arbeitsplatz zu verwalten. Das ist ja wohl nicht wahr. Also Ehecke kriegt es irgendwie halbwegs hin oder sind die da zu zweit? Die sind da zu zweit. Kann es sein, dass das länger zum Produzieren braucht, wenn die Qualität irgendwie... Zustand sehr schlecht. Heißt das, das steigt auch dann erstmal nicht? Die beiden Biologen sind hier beschäftigt. Scheiße, wir brauchen mehr Biologen. Ja, Energiespeicher sind niedrig, aber wir dürften es schaffen. Der Speicher müsste noch ausreichen. Das Solarding richtet sich gerade wieder aus. Die drei Turbinen, naja. Oh, ich hoffe, das Ding wird bald hochgezogen. So, mal gucken. Wie sieht es hier aus? Was brauchen wir hierfür? Oh, das arbeitet automatisch. Mal gucken, oder? Betrieben von Biologen. Na super, davon haben wir auch so viele. Hühnchen, Rind und Schwein. Wir machen mal Hühnchen, passt schon. Okay, da muss man anscheinend... Okay, also das läuft wenigstens weitestgehend von alleine durch. Da muss man nur einmal auf den Knopf drücken und das war's. Wie viel kommt da raus? Das scheint effizient zu sein. Da braucht nicht die ganze Zeit jemand auf den Knopf drücken permanent. So, sehr gut. Hier sind zwei Dinge. Oh, komm, Biologen. Oh, komm, komm, gib mir Biologen. Gib mir Biologen. Mehr Biologen. Das ist ein Biologe. Einer. Ein einziger Biologe. Wollt ihr mich verarschen? Wie einer. Das ist ein Scherz. Okay. Ein neuer Biologe. Ich will mich mal nicht beschweren. Was mir übrigens eingefallen ist, da wir jetzt natürlich immer mehr Leute kriegen, brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr Schlafplätze. Ich brauche immer ein weiteres Hochbett hin. So, da haben wir die Ressourcen, wird das ziemlich schnell hochzuziehen. Unsere Essensvorräte sind gering. Ja, aber wir haben jetzt zusätzlich zu Gemüse noch Fleisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten genug Essen produzieren. Unsere zwei kleinen Biotope dürften alleine eigentlich mehr als ausreichen. Wir haben nur nicht genug Leute, um das zu bewirtschaften. So, warte mal. Okay, anscheinend ist dieses Ding ziemlich effizient. Da muss man nur auf den Knopf drücken und dann läuft das von 0 bis 100% durch. Das finde ich ziemlich geil. Bei diesen Dingern, da muss man ja immer warten und die Leute, die müssen sich dann darum kümmern und das pflegen.
Boah, Alter, dieser Planet ist gar nicht so einfach, aber wir werden es schaffen. Wir kriegen auch gerade kaum Gemüse. Boah, scheiße. Exzellent, exzellent, exzellent. Schlechte Qualität. Wird aber aktuell aufgebessert. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Geht aktuell ein bisschen hochreiß. Ach so, da steht ja auch gerade einer neben. Ach du heilige Scheiße. Gut, ich lasse mal weiterhin den Biologen-Nachschub an. Einen neuen Biologen haben wir bekommen. Wenn wir noch so ein, zwei bekommen könnten, wäre das ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Wir haben kein Essen. Ja, danke. Ich arbeite dran. Wieso wird hier eigentlich nichts gebaut oder so? Wieso können die nicht hier... Hier steht drei Sachen. Hier kommt das dritte Teil. So, kann das jetzt jemand fertig bauen? Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Das mit dem Biologen habe ich natürlich massivst unterschätzt. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Wir haben 13 Kolonisten und 2 Bots. Boah, wir brauchen mehr Biologen. Das gibt es nicht. Wir haben schon wieder... Boah, wir haben kein Essen mehr. Bald verrecken uns die Leute. Ich sehe schon kommen. Wieso produzieren wir keine Heilpflanzen? Ah doch, wir haben Heilpflanzen produziert. Die sind nur recht schnell zu Arzneimitteln geworden. Das ist gut. Ja. Ich könnte schon mal ein bisschen weiter planen. Ein Multidom, ein multifunktionales Freizeit- und Fitnessgebäude. Könnte ich eigentlich mal irgendwo anschließen? Hier wäre jetzt ein bisschen ungünstig. So. Nice. Alter, das hörte sich nah an. Wie nah war das? Bauen wir mal eine Multidom. Unsere Leute müssen ja auch irgendwie fit bleiben, sowohl körperlich als auch geistig. Freizeit ist wichtig. Ich brauche euch unbedingt. Die Bar wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und was auch nicht schlecht wäre, was machen die denn da? Achso, die essen. Was auch nicht schlecht wäre, wäre diese Kommandozentrale. Kontrollzentrum heißt das hier. Oh, das sieht mir nach einem Händler aus. Händler. So, was hast du Geiles dabei? Gentomaten-DNS, aha. Wir haben aktuell nicht wirklich viel. Was? Wir haben noch 3 Ersatzteile? Hatten wir nicht mal irgendwie 7 oder so? Ach du heilige Scheiße. Okay. Komm, ich gebe dir 2-mal Heilmittel. Das war ein Witz.
Ja, ja, super, geil. Zweimal Heilmittel gegen sechsmal Essen. Puh, ich hatte eigentlich gehofft, dass der jetzt irgendwie Metall dabei hat. Wir haben nämlich echt gesagt, ein ziemlich großes Metallproblem. Scheiße, wir müssen Ersatzteile herstellen, dringendst. Ich kaufe erstmal Essen ein. Ersatzteilwerkstatt. Ich gebe einfach mal die Ersatzteilwerkstatt in Auftrag. Ich hoffe, aufgrund des kurzen Weges bauen die Sachen schnell. Sonst muss ich irgendwie das hier abbrechen oder so. Das hier oben. Das Fitnessgedöns. Tja, drei Dinge haben wir, drei liegen da. Es kommt schon ziemlich lange nichts mehr nach. Unsere Essvorräte sind gering. Ja, ich weiß, ich arbeite ja dran. Der Handel wird gerade abgewickelt. Und ich glaube, ich werde an dieser Stelle auch diese Aufnahmesession beenden. Es sieht nicht mehr so gut aus wie am Ende der letzten Folge. Wir haben zwar unser zweites Biotop hochgezogen, allerdings haben wir viel zu wenig Biologen, um das Ganze zu bewirtschaften. Deswegen versuche ich hier Biologen reinzukarren wie sonst was. Das mit dem Labor und mit diesem Essensding funktioniert ziemlich gut. Ob wir dieses Fitnessgedöns jemals fertigstellen, das weiß ich nicht. Unser drittes Windrad, ja. Das hier braucht ziemlich lange. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist dieses Ersatzteilmaschinchen. Also was Ersatzteile produziert, weil die gehen uns gerade ziemlich schnell aus. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Geräte hier regelmäßig gewartet werden müssen und man dazu diese Ersatzteile braucht. Wir haben nur noch drei. Tendenz sinkend. Wir brauchen diese Maschine. Oh, hoffentlich braucht man dafür dann nicht auch wieder Metall. Oh, scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir bekommen so langsam leichte Probleme. Aber trotzdem brauchen wir erstmal ausschließlich Biologen. Oh Mann, das kann ja noch was werden. Ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich werde mal ganz schnell speichern. Spiel gespeichert, Save 4. Naja, mal gucken, wie es weitergeht bei Planet Base in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.